Wir machen hier direkt weiter mit dem nächsten Vortrag. Und zwar freue ich mich sehr, den österreichischen Journalist Erich Möchel heute hier begrüßen zu dürfen. Er ist einer von den Pionieren der netzpolitischen Berichterstattung im deutschsprachigen Raum und hat das schon lange, lange gemacht, bevor es netzpolitik.org gab. Er war Ressortleiter von Future Zone und schreibt seit 2006 als Senior Reporter bei ORF in Österreich. Er hat unter anderem EDRI, also den Dachverband der europäischen netzpolitischen NGOs, die Quintessenz und den internationalen Big Brother Award mitbegründet. Und Erich wird heute in seinem Vortrag so über die, ich würde sagen, über die narrative Cyber 4.0 sprechen, diese untersuchen und den Begriff Cyber in sicherheitspolitischen und militärischen Kontexten für uns beleuchten. Wir freuen uns sehr, dass er heute hier ist. Bitte applaudiert für Erich. Die Animationen klappen, ich bin fassungslos. Na, wir hatten ein paar Probleme. Jetzt schauen wir, ob es wirklich klappt oder ob ich es berufen habe. Tja, Netzpolitik in der Ära Cyber 4.0. Was heißt denn Cyber 4.0 eigentlich? Na, da werden wir gleich dazu kommen. Ja, da ist es ja. Also das gehört nochmal weg. Naja. Der Begriff Cyberwar wird ziemlich inflationär verwendet, wie der gesamte Begriff Cyber selbst. Ich habe leider die etymologische Einleitung rausstreichen müssen wegen der Kürze, weil ich habe nicht weniger vor, als den russischen Informationsangriff auf den amerikanischen Wahlkampf, Präsidentschaftswahlkampf 2016 aus dem OSI-Netzwerkmodell abzuleiten. Und das ist ein... Na, es fängt bei Kabeln an. So, was ich Cyber 4.0 nenne, naja, weil sie alle Schlagworte haben, kommen wir auch mit Schlagworten, nicht Industrie 4.0, sondern Cyber 4.0. Das ist eben eine neue Form, die erst jetzt zu beobachten ist. Und es werden da die klassischen Methoden, Zero Days, Intrusions, Netzwerkübernahme, Computer Network Exploitation und wie das alles heißt, werden kombiniert mit Methoden, die uns von Cambridge Analytica bekannt sind. Das sind Methoden, die eben nicht auf der technischen Ebene funktionieren, sondern oben auf der Informationsebene. Und wenn man diese Ebenen, die technischen Ebenen, und die Informationsebene nicht zum Zusammenspielen kriegt, dann wird man es nicht verstehen. Und die Gefahr, die da besteht, hier kommen uns die Geheimdienste auf unserem Layer entgegen. Die beschränken sich nicht mehr darauf, da unten irgendetwas zu drehen, zu hacken, zu spionieren oder sonst was. Nö, die machen auf unserem Information Layer, wo wir unsere Ansichten verbreiten, machen die ihre Politik. Und diese Politik ist eben Reframing, Desinformation und Fälschung. Das ist die klassische Aufgabe, die Geheimdienste immer schon hatten. Wie alles anfängt, hier haben wir Cybertape, ein bisschen zum Absperren, wenn ein Cybervorfall gegeben ist. Und jetzt schauen wir, wo das Ganze herkommt. Ich fange mit Cyber 1.0 an, keine Sorge, ich gehe nicht durch linear bis 4.0, sondern möchte einfach das Mindset der Amerikaner, vor allem der amerikanischen Geheimdienste im Jahr 2016 beschreiben und wie sie reagiert haben auf diesen konzentrierten Informationsangriff auf ihren Wahlkampf. Also, 1984 wurde das ISO-OSI-Modell publiziert, zu dem kommen wir gleich. Ist gar nicht so kompliziert, wie es aussieht. Es ist ganz einfach ein sehr abstraktes Modell, in dem du alle Netzwerke darstellen kannst drinnen. Egal ob das, damals gab es ja nicht nur TCP, TCP-IP kam gerade erst zusammen.
Damals gab es Token Ring-Netzwerke, damals gab's, war der Marktführer bei allen vernetzten Computern, hieß Novell. Kennt noch jemand die Firma? Ah, okay, ein paar sind's noch. Die ist sang- und klanglos verschwunden natürlich, weil ihr Netzwerk obsolet war. So, bei den Militärs hat sich auch was getan. Ihre Gefechtsfeldzentralen, also Command Control hieß das, waren blöd und C2, die kürzen ja alles ab. Die wurden mit Computers und Communication zu C4. Das heißt, die waren auf einmal vernetzt alle, so wie sie es vorher nicht waren. Was war die logische Konsequenz daraus? Moment. 1991 kamen schon die ersten Warnungen vor Cyber Pearl Harbor. Also eine Art Überfall aus dem Netz und es wird unsere Command Control ausgeschaltet, so hat man sich das damals vorgestellt. Das, glaube ich, ging noch sehr, sehr nach dem Paradigma der Filme, der Hollywood-Filme. Und da wurde angefangen zu warnen und da tritt der Begriff Cyber im militärischen Zusammenhang erstmals öffentlich auf. Der war lange, lange und der ist da noch nicht in den Sprachgebrauch eingegangen, sondern das Ding hieß Network-Centric Warfare. Das war ab 1995 eine offizielle US-Militärdoktrin. Das heißt, unsere Kriegsführung ist vernetzt und wir müssen darauf Rücksicht nehmen, dass wir vernetzt agieren. Also Warnung vor Cyber Pearl Harbor. Cyber war der interne Begriff für Dominanz auf den OSI-Layers. Jetzt kommen wir gleich dazu. Das heißt, wir beherrschen alle Layers vom Kabel und ganz unten über das Betriebssystem, das auf das Kabel überhaupt erst in Betrieb setzt. Das zeige ich Ihnen gleich, welche da gemeint sind. Ja. Und so läuft das. Auf der Informationsebene wurde in erster Linie spioniert. Sabotage oder Angriffe wurden gefahren auf den Layers 0 bis 7. Und jetzt halte ich Sie nicht länger auf Spannung. Jetzt zeige ich Ihnen das Modell. Hier sind wir. Und hier sehen Sie es gleich mal. Das kommt Ihnen irgendwie strange vor, wie das verteilt ist, aber es sind tatsächlich diese Ebenen, die man geschaffen hat, das ist ein abstraktes Modell. Du kannst in diesem Modell auch GSM-Netzwerke darstellen. Also man kann Netzwerke aller Art darstellen und unten sehen Sie, es fehlt mal unten schon ein Layer. Das ist der physische, das ist das Kabel selbst oder der Funk selbst, noch unbespielt. Das deswegen, und oben drüber sehen Sie, was da alles drüber rennen kann. Das sind rein die Transportdinger. Hier haben wir SDH, das ist ein Glasfaserbetriebssystem. Und auf Layer 0, der nicht abgebildet ist, da ist die NSA aktiv, und zwar mit ihren Abzapfmaschinen. So weit unten im Netz. Und zwar, sie setzen physisch in die Glasfaser einen Splitter ein. Das ist einfach nichts als ein Verteiler, der alle Daten auf ein zweites Glasfaserkabel kopiert, das zur NSA geht, und so zapfen die Daten ab, die drüber rennen, egal jetzt welches Protokoll da drüber rennt. Die nehmen einfach alles und holen sich das. Das heißt, die normale NSA-Überwachung spielt sich auf den untersten beiden Ebenen ab, also das, wo Sie in den Datencentern sitzen, dort, wo Sie die Glasfaserkabel angezapft haben, spielt sich auf den unteren Ebenen ab. Wenn Sie ein bisschen raufgehen, da lesen Sie mal irgendwie BGP. Das ist eine Art Protokoll, das definiert, welcher Netzknoten welche anderen Netzknoten versorgt. Und das kann man hijacken. Ich weiß nicht, ob das jemand von Ihnen kürzlich über die Nachricht, es kommt immer wieder vor, die Nachricht gehört hat, dass plötzlich
Telegram kennen Sie ja, diesen verschlüsselten Service, der angeblich sicher sein sollte und den deswegen sehr viele Leute benutzen. Vor zwei, drei Wochen wurde der gesamte Telegram-Verkehr über den Iran geroutet. Der komplette Verkehr ging alles über den Iran. Da hatte jemand beim Iran sämtliche Router in der Nähe überzeugt, dass Telegram zum Netz des Iran gehört und deswegen wurde es darüber geroutet. Ist natürlich ideal, wenn man in großem Stil dort Login-Daten abzapfen will. Und das haben sie gemacht. Also da sind die aktiv und weiter oben, also wo IPv4 steht oder TCP, dieser orange Layer, dort finden normalerweise diese Computer-Network-Exploitations statt. Also das ist die Domäne der Geheimdienste und weiter oben sehen Sie dann die verschiedenen anderen Verbindungen auf Layer 6 zum Beispiel, der heißt halt Session Layer und das ist nichts anderes als VoIP-Telefonie, Voice-over-IP-Telefonie. Eins weiter drüben sehen Sie dann ASCII, GIF und so weiter, also das ist schon der Präsentationslayer, von dem wir schon etwas sehen. Aber dort ist auch SSL und TLS. Ja, warum sind denn da Verschlüsselungsprogramme auf diesem Layer? Naja, weil sie es nachträglich eingefügt haben, weil das im gesamten Internet TCP/IP-Protokoll nicht vorgesehen war. Das ist oben aufgesetzt. Ja, und oben sieht man dann, wo die anderen Services laufen. Und was fehlt da jetzt, liebe Leute? Kann man das wer sagen? Über Layer 7? Na, was ist da drauf? Na, der Information Layer, den wir benutzen, um zu kommunizieren. Dort sitzt der Information Layer drauf. Und der ist hier nicht mal eingezeichnet. Und da ist dann die Kommunikation. Alle 7 Layer darunter dienen nur dazu da, dass der Information Layer spielt und der Information Layer wird nicht dargestellt und wurde niemals von den Amerikanern als zugehörig zu den anderen Layers betrachtet. Das heißt, das war etwas ganz anderes. Und wenn Sie irgendwo rein sind, dann haben Sie nur die Layer 1, 0 bis 7 interessiert. So, und dann sehen Sie, wie sich das gerecht hat. Das sagt der Ex-NSA-Direktor und CIA-Direktor war auch schon mal für jahrelang Michael Hayden nach dem Angriff der Russen auf 5 oder 6 Ebenen, zeige ich Ihnen dann noch kurz, das sagte er dazu. Wir haben uns auf die Cyberdominanz konzentriert. Wir haben es nicht im Blick gehabt, zu verstehen, was die Russen damit bezweckten, mit Full Spectrum Information Dominance. Das heißt, die Amerikaner haben sich bei all ihren Geheimdienstaktivitäten, die haben den Information Layer einfach ausgespart und haben gesagt, wir dominieren die Layers darunter und da gehört uns sowieso alles, was weiter oben passiert. Wie der russische Angriff gezeigt hat, ist das falsch gewesen. Sie hatten dem nichts entgegenzusetzen und deswegen sagte auch Hayden wahrscheinlich, der einflussreichste Informationsangriff der bekannten Geschichte. Und das war er zweifellos. Wenn du es schaffst, in den Wahlvorgang einer Demokratie einzudringen, auf den Einfluss zu nehmen, Unsicherheit zu verbreiten, dann triffst du die Demokratie ins Herz. Das ist nicht, ja, ist halt passiert, haben die Russen ein bisschen gehackt. Nö. Die haben große Verunsicherung unter der Bevölkerung geschaffen, ob der demokratische Prozess überhaupt noch vertrauenswürdig ist. Das ist so ziemlich das Übelste,
was eine Diktatur bei einer gegnerischen Demokratie bewirken kann. Und jetzt schauen wir noch, wie das gelaufen ist. Es war nämlich nicht Cyber Pearl Harbor. Und da möchte ich in einem verbreiteten Vorurteil noch irgendwie entgegentreten. Alle diese Cyberangriffe und Cyber Pearl Harbor und diese Vergleiche sind völlig absurd. Wissen Sie warum? Pearl Harbor war der Beginn des Pazifikkriegs im Zweiten Weltkrieg. Das ist keine isolierte Aktion gewesen, die dann vorbei war. Danach ist der Krieg losgegangen. Und genau so verhält es sich mit den Angriffen auf Kraftwerke, auf verschiedene andere lebenswichtige Infrastruktur. Da gehen die zwar rein, alle möglichen, und schauen sich an, wie das da drinnen ist. Aber sie hüten sich, da was auszulösen. Wissen Sie warum? Weil das mit Waffengewalt beantwortet wird. In dem Moment, wo es die ersten Toten gibt, durch so einen Angriff, bricht ein Krieg aus. So wie Pearl Harbor den Pazifikkrieg ausgelöst hat, danach ist es erst losgegangen und nicht zu Ende gewesen. Und das, was die Russen gemacht haben, das war ein Informationsangriff vom Feinsten, und zwar so, dass sie jeweils weit unter der Schwelle bleiben, die eine militärische Aktion auslösen würde. Man darf das nie außer Acht lassen, wenn man sagt, ja, die können unsere Kraftwerke abschalten. Natürlich können sie das. Und warum tun sie es dann nicht? Ja, weil sie damit einen Krieg auslösen würden. Ziemlich sicher. Es kommt ziemlich sicher zum Krieg in dem Moment, wo ein solcher Akt zugesetzt wird, dass es auf der anderen Seite nachweislich dadurch Tote gibt. Das wird Ihnen jeder Militär in ganz Europa von jeder Armee bestätigen. Man sollte sich vielmehr mit dem relativ geradeaus gestrickten Gedankengut der Militärs befassen, um etwas gut einschätzen zu können und warum was passiert. Es ist bis jetzt nichts in den Kraftwerken und in der kritischen Infrastruktur passiert, irgendwo im Westen. Nur der Iran attackiert die Infrastruktur von Saudi-Arabien ständig, und sie probieren alles und sie machen es auf brutale Weise, weil es da unten schon wurscht ist, wie wir sagen. Die führen sowieso Stellvertreterkriege nebeneinander in der Region, im Jemen und überall. Schicken ihre Agenten los, die anderen umbringen im Ausland. Da ist es wurscht. Aber wenn das wer in Europa macht, ist der Verteidigungsfall der NATO gegeben. Ganz einfach. Da wird nicht lange geredet drüber. Da ist der Verteidigungsfall und fertig. Und dann wird die Antwort sein, nicht wieder mit einem Cyberangriff, sondern da werden Raketen fliegen. Jetzt schauen wir noch kurz noch, wie das gelaufen ist in Russland und wie so ein Informationsangriff läuft. Was brauchst du dazu? Du brauchst, dazu brauchst du Dominanz auf Layer 8, Dominanz auf der Informationsebene. Das sind keine guten News für uns, wenn die über Dominanz auf Informationsebene reden, weil auf der Informationsebene kommunizieren wir. Und sie werden damit anfangen. Und sie haben schon angefangen damit. Und so ist das gelaufen. Du brauchst ein Medium, das das Narrativ vorgibt. RT, also das russische Staatsfernsehen, und die haben das Narrativ pro Trump gespielt, alle drei. Alle drei rauf und runter. Ich schaue das Russia Today relativ regelmäßig, einfach nur, dass ich sehe, was sie machen. Und so etwas brauchst du, um das Narrativ vorzugeben, wonach sich dann alle anderen Aktionen irgendwie orientieren. Und interessanterweise, RT tut ja so, wie wenn es ein ganz normaler 24-Stunden-Nachrichtensender wäre. Das sind die nicht. Das ist eine Propagandaschleuder, die regelmäßig neu justiert wird. Darum habe ich Ihnen das Bild Maintenance reingespielt.
die gehen öfters mal für 12 oder 24 Stunden einfach off the air. Der ganze Sender ist nicht mehr zu erreichen. Nichts. Da wird gerade ein neues Narrativ vorbereitet und dazwischen braucht es Briefings mit denen, die den Sender steuern. Und das sind die Herren vom FSB. Das ist ganz einfach ein Propagandainstrument und eine Art Waffe auf Informationsebene der Geheimdienste, sonst ist das gar nichts. Der Nachrichtenwert ist vernachlässigbar. Ja, wie ist das losgegangen in den USA? Es ist schon die letzte Folie. Zuerst, was haben sie gemacht? Es hat immer geheißen, die Russen haben gehackt und hier haben sie gehackt und das haben sie gehackt. Nichts haben sie gehackt. Sie haben absolut gar nichts gehackt. Sondern sie haben Spear-Phishing-Kampagnen gefahren. Ganz gezielte Phishing-Kampagnen, die sehr gut in ihrem Narrativ waren, will heißen überzeugend, dass Leute darauf reingefallen sind. Und was ist da dabei rausgekommen? Sie haben sie sowohl gegen die Wahlkampfleitung gefahren, wie gegen den Demokratischen Nationalkongress, die Versammlung, die die Kandidaten dann kürt. Dort haben sie sich die Informationen geholt für weitere Angriffe. Dort haben sie, das ist die einzige Schadsoftware, die überhaupt vorgekommen ist, beim ganzen russischen Hackangriff. Die haben da eine Schadsoftware rein, irgendeinen dummen, umgeschriebenen Trojaner. Und der hat ihnen alle die Informationen geliefert, die sie wissen, haben wollten, um die nächsten Schritte der Demokraten zu wissen. Ganz einfach. Der Angriff auf die Wahlkampfleitung war, Sie werden es nicht glauben, war nachgerade lächerlich. Diese Menschen, John Podesta und die gesamte Wahlkampfleitung, hatten sich nämlich entschlossen, für ihren Wahlkampf alle Google Gmail zu benutzen. Man muss sich das mal vorstellen. Man lagert ungefähr das Geheimste, was es gibt in der Demokratie, nämlich eine Wahlkampfstrategie, an einen Konzern aus und ist auf diesen Konzern angewiesen. Wissen Sie, was die gemacht haben? Die haben bloß das Gmail-Login kopiert, das auf einem falschen Link irgendwo hingestellt, der gut getarnt war, und dann haben sie Mails verschickt, die aber mit einem sehr guten Text versehen waren. Mit einem sehr guten Text. 4 Leute sind ihnen reingefallen von 300, darunter der Wahlkampfleiter. Na, was war das Resultat? 50.000 E-Mails für WikiLeaks. Und das war tödlich für die Demokraten. Denn in diesen E-Mails ist drinnen gestanden, wie sie in geheimer Weise hinter den Kulissen den Kandidaten Bernie Sanders verhindert haben. Das hat die Wählerstimmen bei den eigenen Leuten gekostet. Sagenhaft, die haben alle nicht mehr für Clinton stimmen wollen, nachdem das öffentlich geworden ist. Und die haben es zu WikiLeaks rübergeschrieben, weil sie sich da sicher waren, dass es rübergeschoben, dass es auch publiziert wird. Und es ist sehr präzise publiziert worden, wie Assange die meiste Zeit sehr präzise gearbeitet hat. Und damit waren die Demokraten praktisch schon geschlagen. Und jetzt kommt noch eins dazu, das ist für uns von Bedeutung. Sanders wurde gegen Clinton instrumentalisiert. Die haben Sanders unterstützt gegen Clinton, die Russen. Die haben keine positive Propaganda vor, nie. Die machen nur Zerstörung, Ablenkung und Täuschung. Weil positive Propaganda kannst du auf diese Weise nicht dauerhaft fahren. Das fällt irgendwie ganz schnell auf. Weil irgendwann stimmen die Narrative nicht mehr überein. Die fahren nur ganz nebulose Denying-Strategien. Also, dass etwas nicht passiert. Sie fahren Demotivationsstrategien gegen die Leute, dass bestimmte Wähler eben nicht zur Wahl gehen. So hat Cambridge Analytica 1:1 gearbeitet. Sie haben jede zweite Wahl in Afrika auf diese Weise manipuliert, samt ihrer Mutterfirma und auch in Indien.
Es ging immer nur um Destruktionsstrategien gegen einen Kandidaten, den man nicht wollte, und der Versuch, die Wähler dazu zu bringen, nicht für ihn zu stimmen. Es war nie eine positive Message, mach das. No. Es waren nur Demotivationsangriffe. Das sind Feinde der Demokratie. Die wollen die Demokratie zerstören. Die haben keine positiven Messages. Und hier kommen wir zum Letzten. Im Sommer 2016 ist etwas erschienen, was ich geglaubt habe, von dem ich nicht geglaubt habe, dass ich etwas von dieser Qualität jemals in meinem Leben noch zu sehen kriege. Da sind plötzlich NSA-Schadsoftwareprogramme reihenweise im Netz vollständig publiziert worden. Vollständige Programme. Wer sich in der Nomenklatur ein bisschen auskennt, man nennt das Exploits. Das sind ganz zugeschnittene Angriffsprogramme auf gewisse Modelle, die am Markt sind. Die haben alle für sämtliche Cisco Firewalls seit 1999, die jemals in Betrieb gegangen sind, alle Softwareversionen, sie hatten für jedes einzelne ein Angriffstool, mit dem man schnell hineinkommt. Und die haben sie in einem ganzen Archiv publiziert. Ja, was macht denn das für einen Sinn? Die haben alle nicht mehr funktioniert, bis auf die allerletzten zwei. Ja, weil die Firewalls bereits verschrottet waren, für die geschrieben worden sind. Da geht es über 15 Jahre. Warum publiziert man so etwas? Die haben das war ein Informationsangriff gegen die NSA. Schaut her, wir haben eure Archive. All your archives are belong to us. Ihr habt keine Chance, aber nützt sie. Das war ein Informationsangriff auf die NSA, um sie zu lähmen, weil die waren denen um diese Zeit schon auf der Spur. Das heißt, wohin wir schauen, sind es. Ja, sie haben sie gelähmt, sie haben sie absolut gelähmt. Die wussten nicht mehr, was sie zuerst untersuchen sollten. Den Angriff auf den DNC-Kongress, da waren sie schon dahinterher und plötzlich geht hinter ihnen ein Angriff auf sie selbst in die Luft. Und wie Sie sehen, hat sich alles auf dem Informationslayer abgespielt, alles auf Layer 8, der im OSI-Modell gar nicht dargestellt ist und den die NSA nicht berücksichtigt hat. Sie sind mit Phishing-Attacken über Layer 8 haben sie die Leute angegriffen und haben ihnen dann auf Layer 7 das Mailarchiv abgezogen. Und weiter runter sind sie nicht gegangen. Und unten hat die NSA alles im Griff gehabt. Na bravo. Sie haben alles gesehen und konnten nichts verhindern. Sie waren auf diese Art von Angriff nicht eingestellt. Die Russen haben nur eins probiert, immer weit, weit weg von der Schwelle zu bleiben, wo militärisch geantwortet wird. So, hier gibt es noch, da haben wir Spaltung und Demotivation, hatte ich schon gesagt. So, hier sind jetzt eigentlich dann nur mehr. No, die letzte mag nicht mehr. Ja. Ich habe mich schon mal so angepirscht. Hier finden Sie die Artikel dazu, hier finden Sie die Kontaktdaten dazu und ich stehe Ihnen draußen im Foyer, wenn Sie Fragen haben, Metakritiken oder sonst was, gerne unbegrenzt zur Verfügung. Danke. Dankeschön, Erich.